In diesem Video geht es um die Frage, was ist Hochsensibilität? Man kann das von unterschiedlichen Standpunkten beleuchten, also das Wissenschaftliche. Und ich nehme aber lieber die Perspektive, was bedeutet das für mich subjektiv als Mensch, als hochsensibler Mensch? Und dazu habe ich ein Schaubild mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Wenn man 100 Menschen in einen Raum setzt und die anfängt mit Musik zu beschallen, und diese Musik immer lauter und lauter macht, dann sagen nach recht kurzer Zeit 20% etwa, das ist jetzt Stress für mich, das ist mir zu laut, ich gehe raus. Dann macht man die Musik immer noch lauter und irgendwann sagen dann auch die restlichen 80%, okay, jetzt wird es uns auch zu viel. Und diese 20%, um die geht's, das sind quasi die Hochsensiblen. Also kann man sagen, Hochsensibilität ist eine Eigenschaft des Nervensystems, sagen Wissenschaftler, dass einfach mehr Reize und Informationen von außen und auch von einem selbst wahrgenommen und verarbeitet werden. Es gibt etwa 20% der Bevölkerung, die mehr wahrnehmen als andere. Also die mehr wahrnehmen und diese Reize anders verarbeiten. Nur das Spannende ist, dass dieses, ja, wie so ein Samenkorn, was ganz, ganz klein ist, unglaublich vielschichtige und unterschiedliche Auswirkungen hat. Und das ist auch das, warum ich mich so schwer tue mit diesem wissenschaftlichen Ansatz, du bist hochsensibel, weil vielleicht gibt es eine blinde Person, die hochsensibel ist, die sieht halt extrem wenig und ist trotzdem hochsensibel. Und eine andere hört vielleicht extrem gut und ein dritter ist sehr, sehr empathisch und alle sind hochsensibel. Aber es hat ganz, ganz andere und individuelle Auswirkungen. Und deswegen finde ich es wesentlich spannender, halt hinzuschauen bei jedem einzelnen Menschen, was bedeutet es für dich, hochsensibel sein, zu sein, für dich persönlich. Und dazu kommen wir später. Eine Sache, die ich dann doch interessant finde zum Stand der Forschung, ist, dass gerade erst Psychologen und Wissenschaftler anfangen, diesen Begriff Hochsensibilität anzunehmen. Und dann noch ganz viel ist, gibt es das überhaupt? Sind das nicht Autisten oder Asperger oder sonst was? Sondern zu sehen, okay, anscheinend ist da wirklich was, was Hochsensibilität ist. Und es wäre vielleicht interessant, da zu forschen. Aber da gibt es einfach noch nicht viel. Und die Elaine Aron, die den Begriff geprägt hat, hat halt ganz viel einfach empirisch geforscht, das heißt Fragebögen gemacht und Menschen gefragt, findest du dich da wieder? Nimmst du mehr Reize von außen wahr? Hast du Probleme, dich abzugrenzen? Und daraus hat sich dann ergeben, eben, dass 15 bis 20% gesagt haben, ja, da finde ich mich wieder. Aber es ist, soweit ich weiß, Entschuldigung, noch nichts neuronal untersucht oder vom Nervensystem, auch wenn gesagt wird, Hochsensibilität ist eine Eigenschaft des Nervensystems. Und das ist auch das, wo es bei mir einfach hingeht, zu sagen, okay, ich finde mich da wieder und jetzt schaue ich, was bedeutet das für mich? Und eine Sache, die ich auch noch sehr interessant finde, ist, das habe ich mal auch wieder aufgemalt, dass immer mehr Menschen nach dem Begriff suchen. Also unten sieht man, nee, oben sieht man die Suchanfragen in den USA von 2005 bis 2015. 2005 fing es eben rapide schnell an, nachdem die den Begriff geprägt hat. Und unten sind die Suchanfragen in Deutschland, wo man sieht, ja, erst so 2008 haben Menschen überhaupt angefangen, danach zu suchen. Und jetzt geht es echt steil nach oben. Das hört sich jetzt total einfach an, aber letztendlich geht es einfach darum, es gibt Menschen, die sind sensibler. Und es wurde auch so erst festgestellt oder entdeckt, dass Elaine Aron, die den Begriff geprägt hat, von einem Therapeuten gesagt bekommen hat, oh, Sie sind aber eine hochsensible Person. Sie hat sich gedacht, hochsensibel, ja, das stimmt, dazu gibt es bestimmt irgendwas. Hat angefangen zu recherchieren und gesehen, nee, es gibt zwar von Jung Ansätze und Introvertiertheit und dergleichen, aber es gibt nichts zu diesem Begriff Hochsensibilität. Und daraufhin hat sie halt angefangen, selbst zu forschen und diesen Fragebogen zu entwickeln und stieß dann auf eine sehr, sehr große Resonanz, was man jetzt auch in den Suchanfragen sieht. Und das ist überhaupt, wie dieser Begriff entstanden ist. Das war's für heute von meiner Seite. Hochsensibilität ist, mehr Informationen wahrzunehmen, mehr Reize, mehr Gefühle. Und morgen geht es dann um die Frage, ja, wie kann sich das dann ausprägen? Auf welchen Sinneskanälen?
Und da gebe ich dann auch Beispiele von hochsensiblen Menschen im Vergleich zu nicht hochsensiblen Menschen, wie die vielleicht auf eine Situation reagieren. Deswegen sei gespannt, freue dich auf morgen und genieß bis dahin den Tag.